Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Ich hoffe, es hat jetzt funktioniert. Ich scheine Disconnection-Probleme zu haben, aber es funktioniert. Es ist ja ein Wunder. Oh mein Gott, endlich. Ah, ich weiß nicht, was mit meinem Internet gerade los ist, ob es an mir liegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind gerade andere Spieler rausgeflogen aus dieser Lobby. Jetzt spielen wir aber ein spannendes 1 gegen 1. Vanilla, it is Sieb, it is. Na, ist ja klar, auf Vanilla, da spielt man Sieb. Das ist die Regel, die Salzwerksche. 4 Minen direkt zum Start. Ansonsten habe ich einfach zu wenig Economy. Ich werde mich gleich gegen einen Sniper verteidigen müssen, weil ich glaube, ich habe schon das Place-Geräusch gehört. Also hier schnell Mine rein, da hier rausgezogen, dass er das nicht stören kann. Hier Holz vor. Zack. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Sowas. Somit, mit sowas fangen wir hier gar nicht erst an, ja. Also, das ist absolut verboten. Er hatte hier actually einen kleinen, ganz kleinen Winkel. Oh, der trifft ihn, oder was? Aber er scheint anscheinend aufzuhören. Nein, er hört nicht auf. Mann, es ist so nervig und es geht mir so übel auf den Sack. Aber was willst du tun? So, jetzt endlich alles verteidigt. Er kann hier immer noch das Metall treffen, aber das ist mir jetzt mal vollkommen Wumpe. Er hat actually, oh mein Gott, okay. Er geht hier für Pinch Fist Swarms. Which I don't like at all. Das wird gar nicht geil. Er wird halt schneller als ich sein und es wird unnormal wehtun und ja, basically, what am I gonna do, right? Oh boy, oh boy, oh boy. Da muss ich mich jetzt early gegen verteidigen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine zweite Windturbine. Ich habe irgendwie so wenig Energieproduction. Like, come on. Jamone. Please. Gib mir das. Und mein Herz zurück. Lassen wir das. That escalated quickly. Ich werde hier 3 Lagen Sandsack brauchen. Und noch mehr. Also da muss jetzt richtig schön Sandsack rein. Sniper schon mal installiert. Seine Swarms sind jetzt gerade fertig geworden. Da passt leider keiner mehr rein. Ich frage mich, ob hier direkt... Ja, okay, es kommt der Paint actually. Which is not nice. Ich muss jetzt hier für eine große Tür gehen. Which is also not nice. Ich warte kurz, bis das reinkommt. Ich dachte gerade, er hat sich selber getroffen. Okay, alles entspannt. Wir ziehen hier mal kurz das runter. Okay, da wird irgendwie nichts. Flump, flump, flump. Kam auch kein Upgrade, which is nice. Ich glaube, ich gehe hier direkt für Upgrade. Er sieht meinen Pain halt nicht, das ist ganz nice. Dann kann er mich nicht so gut countersnipen. Ja, ein Windrad geholt, ein Windrad geholt. I'll take it, I'll take it. Wir brauchen mehr Strom. Definitiv mehr Strom. Wir brauchen noch eine Battery. Hier unten ist gar nicht so nice. Ich brauche vor allem noch Stability Tech. Darf ich nicht vergessen, sonst kollabiere ich gleich einfach. Warum provoziere ich es denn noch? Warum baue ich denn nach oben und nicht einfach nach unten? Es wäre doch nicht so viel verlangt gewesen. Aber ich war zu greasy und wollte die maximale Belastung für die Strebe. Warum auch immer, weil es hat an dem Punkt wirklich keinen Sinn mehr ergeben, das nach oben zu verbinden. Ja, Rematch, ne? So, jetzt sind wir warm gespielt. Jetzt kann der Lachs losgehen. Erstmal die Mine nicht platziert bekommen, sehr gut. Ich muss sagen, die Verjüngung zu ziehen, fällt mir jeden Tag schwerer, ne? Auch wenn es eine Verjüngung ist, ich fühle mich actually älter. What the fuck? Opala. Die muss noch einplatziert werden, fällt mir gerade auf. Ja, also mit Pinchfist habe ich natürlich ein ordentliches Problem, ne? Er ist halt schneller als ich, aber eben war er aus irgendeinem Grund langsamer, which war ganz schön angenehm. Ich überlege hier actually für eine zweite Windturbine direkt zu gehen, weil ich hatte schon ordentlich Energy-Probleme, aber ich weiß nicht ganz genau wieso. Wegen den Sandsäcken?
Oder wegen des Sniper-Spams. Wahrscheinlich wegen des Sniper-Spams, ne? So, jetzt ist alles gut verteidigt, aber ich will kein Metall verkaufen. Ich könnte mir überlegen, selber für eine Kreissäge zu gehen, aber wenn die nicht winning ist, dann jetzt schon die Swarms. Hilfe. Pinchfist einfach so schnell. Da sind beide Swarms. Ich muss jetzt hindern, ob er was platziert. Oder ob er direkt verkauft. Okay, hat direkt verkauft. Das heißt, ich kann mein Metall verkaufen, was mir sehr zugute kommt. Ich könnte da unten jetzt gut reinschneiden. Aber da wird er natürlich jetzt auch was bauen vor. Von daher bringt es mir auch nicht so viel. Nee, ich chill hier erstmal. Ich chill hier komplett. Tutti frutti, chillo. Chillo, chillo tu frutti. Was ist los? Salzi kann nicht mehr reden. So, den verkauft. Das hier rein. Zweites Windrad. Sniper. Bisschen Holz. Stability Tag, Leute. Was haltet ihr davon? Kann man mal machen, ne? Wichtig, dass mir das gleich nicht abraucht. Komm. Wow, das sah ernsthaft so aus, als würde das eher weiter woanders reinknallen, die Swarms. Aber naja, gut. Ist jetzt, wie es ist. Ich kann meine nicht painten, aber ich will auch direkt upgraden, anyway. So eine Nuke, aber ich brauche noch ein bisschen Energy. Jetzt kommt er auch mit Upgrade direkt. Wir gehen quasi beide nur Erde ein. Swarm First Hit. Es fühlt sich jetzt gar nicht so strong an für ihn, habe ich das Gefühl. Also das ist jetzt nicht so der krasse Benefit. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich da noch eine Tiny Door reinkriege. Das wäre sehr geil. Na, mach mal Grid aus, danke sehr. Jawohl. Macht nicht viel Schaden. Was gut für uns ist. Und jetzt muss ich hier wieder die Scheiße zurecht friemeln. Okay, läuft. Da gönnen wir uns noch ein weiteres Windrad. Da unten muss noch eine Battery rein. Hier kommt nochmal ein Lagen Sandsäcke vor. Hier kommt noch das rein. Battery, wie gesagt. Läuft eigentlich ganz gut, actually. Gönnen uns noch ein Minen-Upgrade. Hat er nur eins geholt? Ja, natürlich hat er nur eins geholt. Warum sollte er mehrere geholt haben? Hör, das war zu! In welcher Welt? Wenn das jetzt schon Nuke ist, dann bin ich tot. Kann aber eigentlich nicht. Nee. Kann eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich die nächste Tech, aber die kriege ich halt nicht. Scheiße. Braucht dringend Flak. Okay, nice. Das wird jetzt ein bisschen tödlich. Hoffen wir, dass uns das hier schützt. Ja. Okay, er hat ganz gut geschützt eigentlich. Nicht so, wie es ursprünglich sollte, aber ist okay.
er den kriegt, ne? Ist so dreist. Die wird wehtun. Schöner Windturbinenblock von ihm. Geil, ich darf meine Anti-Air behalten, meine Windenergieproduktion. Wäre huge from me, wäre huge. Nicht so very huge. Bitte, triff einmal was. Das kann nicht sein, Junge. Flachs in diesem Spiel. Das geht nicht. Junge, warum? Mann. Klar, es ist zu wenig. Eine Flak ist zu wenig. Nichtsdestotrotz, ich kann auch einmal was treffen. Ich habe den Sniper-Schuss auch verfehlt, ist schon klar, aber... Ach Mann, Herrgott im Namen. Warum? Also, die hat sogar zwei Schüsse getroffen, aber es hat nicht gejuckt, weil der Splash-Damage der verdammten Geschosse der Flak hier, da, nichts gemacht hat. So, da trifft es. Und hier, habt ihr es gesehen? Flaks, Ladies and Gentlemen. RNG Jesus. Da trifft der Schuss. Nein, hier trifft der erste Schuss die Nuke. Ne, und dieses... Rematch. Meine Güte, so, ich habe mich so gut geschlagen, ne? Ich habe mich wirklich so gut geschlagen. Jetzt brauche ich nur noch Shit zusammen hier. Aber es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Ärgerlich. Ich dachte, ich hätte jetzt die Kurve. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ja die Kurve bekommen hätte, habe ich seinen Vorteil durch Pinch Fist quasi so ein bisschen umspielt. Klar, er kann noch ein bisschen günstiger schießen dann im späteren Spielverlauf, which is also nice. Aber basically bin ich dann, glaube ich, im Vorteil mit meinen Sieb Nukes. So, jetzt geht er hier für hohe Windturbinen. Das heißt für uns auf jeden Fall Kreissäge. Like, definitiv. Ich glaube, das wird er nicht von mir erwarten, weil ich einfach sowas nicht oft spiele. Und ziehe auch direkt einen Sniper. Das ist okay für mich. Ich baue hier wieder meine Verteidigung rein. Da kenne ich ja gar nichts. Ne? Da kenne ich ja gar nichts. So. Na, da kommt der Sniper von ihm. Windturbine ein bisschen höher, also da werden wir definitiv reinsägen müssen. Gar keine Frage. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Technologie er spielt. Aber ich denke, er wird hier nochmal für Swarms gehen, oder? Also die 400 Metall da am Anfang von den Windturbinen, die nehmen wir auf jeden Fall mit zum Absägen. Er wird sie... Oder er spielt Spion. Ah, da kommt eine weitere Mine. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier defensiv spielen will und dann schon direkt Dings hat. Oder spielt er vielleicht auch Spion, ne? Das ist jetzt, das sind jetzt so die Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil obviously how. Aber da oben, das muss schon weggesägt werden, so, ne? Also da sehe ich ja gar keine Gnade. Zack, die kommt hier rein. Außer er spielt Spion, das wäre jetzt ganz, ganz, ganz ungünstig. Ich kann auch keinen Sandsack schon hinterher platzieren, weil ich die Energie einfach nicht habe. Ich kann so ein bisschen, ne, später, aber nicht wirklich krass. Wenn er jetzt Spion spielt, weiß er, was kommt und kann sich verteidigen. Ich kann ja aber ganz entspannt auch auf der anderen Seite für mein Upgrade-Center gehen. Mir fehlt nur ein bisschen Strom. Komm, Strom, please. Danke sehr. Dich schon mal rein. Sniper kommt dann einfach schon mal hier oben drauf.
So. Ja. Sieht solide aus, halbwegs. Ah, da kommt Sandsäcke, wa? Spielt er hier tatsächlich Spion? Eine Windturbine bekommen. Er sieht nicht, dass die nicht gedort ist. Er denkt vielleicht, die steht tiefer. Was auch sehr nice wäre für mich. Ich gehe direkt wieder für Upgrade. Müssen hier von Anfang an Druck machen. Geht gar nicht. Der Windturbinenblock an der Stelle. So, da kommt eine Menge Anti-Air. Wir brauchen hier eigentlich das gesamte Portfolio, was wir auffahren können irgendwie. An Anti-Air Stuff. Anti-Anti-Air Stuff. So, die Tür muss vielleicht mal gedeckelt werden. So, hier noch für ein Upgrade. So, hatte ich auf 2 jetzt eingeaimt. Hier unten holen wir uns einen zweiten Sniper. Die verkaufen wir wieder. Um direkt halt auch mit. Upala, das geht nicht. Von unten nach oben, aber von unten, von oben nach unten nicht, alles klar. Naja, gut, ich will es gar nicht hinterfragen. Wir brauchen noch eine Battery, bevor es gleich losgehen kann. Stability Tech haben wir auch noch nicht gemacht. Gut, dass ich mich da jetzt nochmal erinnere, dass nicht das gleiche Spektakel von eben nochmal losgeht. Er kann noch nichts haben. Wir holen uns hier ein Upgrade. Wir holen uns hier eine Windturbine. Schützen die schon mal mit einem kleinen Schild, wenn wir Ressourcen hätten. Holen uns hier noch ein Minen-Upgrade. Jawohl. Bauen hier vorne schon mal, bevor es gleich hektisch wird, das alles gerade. Okay, 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 okay. Witzig, dass wir da hinten den einen Gunner treffen. Ach, goddammit, da wollte ich jetzt. Da habe ich jetzt zu viel gewollt. Dann also nochmal hier rein und nochmal da rein und überhaupt nochmal. Hier so. Ja. Mist. Frech, dass das geklappt hat wieder mal. Aber naja, gut, wir probieren's. Alter. Ja, nee, das wird ein ganz schwieriges, Boys. Seine jetzt leider nicht schnell genug durchgekommen hier. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Ich kann mir hier noch einen Minigunner holen. Alter Junge, die EMP richtig nervig. Na, bitte zieh diese Strebe. Oh, ich hasse es, wenn da die Vorlong drin ist und das nicht geht. Alles wird disabled, alles. Zum Kotzen, diese eine EMP. Ja, das delayt mich komplett. Also, das Game ist lost. Da bin ich leider early mit euch. Ich kann nicht schießen. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie ein Comeback zu landen, weil er halt gleich einfach krass am Stüssel sein wird mit seinen Waffen und ich nicht. Oh, lol. Okay, das ist actually very, very nice für mich. Und ich es hier nicht hinkriege, mich vernünftig zu verteidigen. Ich brauche jetzt erstmal wieder eine Menge Energieproduktion,
bevor ich hier wieder irgendwas machen kann. Glück gehabt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ah. Ich wollte ihn noch gar nicht upgraden. Ich wollte mit dem schießen. Eh nicht U. Witzig, dass da nichts an Flak schießt, ne? Ich werde da mal Minigun reinprobieren. Leider nicht ganz passgenau hier reingeklatscht, den Lachs. Wird schon irgendwie schief gehen, right? Ey, also die Flak hält ja die Consistent oder was? Das krieg ich ja irgendwie nicht hier rein. Und dass er den da auch schon wieder rausgenommen hat. Also sein Sniper-Gameplay, holy shit, das ist on point in diesem Game. Gut, die Tür ist hier auch nicht verdeckt, muss man dazu sagen. Jetzt sollte sie verdeckt sein. Gleich wird er noch mit Kreising oder so um die Ecke kommen. Das wird dann auch nicht unbedingt angenehm werden. Hier noch eine kleine Metallstrebe rein. Hier vielleicht auch. Habe ich auf die 2 gelegt, ich auf die 3. Hier mal weiter reingetestet, da oben vielleicht. Geil. Geil, den haben wir. Da nichts drin. Denkst du, ich treffe den mal? Kann nicht angehen, ne? Ich treffe da gar nichts. Da kommt jetzt was Fieses, habe ich das Gefühl. Ah, nee, das habe ich gerochen. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ist jetzt so passiert. Nukes einfach stupid as fuck. Müssen wir noch irgendwas dazu sagen zu dem Thema? Ich glaube nicht, aber ich habe halt nichts, ne? Bis auf diese Nuke, die da jetzt Lucky reingeknallt ist, habe ich halt gar nichts. Okay, never mind. Ich habe sehr viel dadurch bekommen. Ein Gunner wieder rausgenommen. Noch ein Gunner rausgenommen. Also nice. Ist jetzt aber hier ein Energy-Sparer, ne? Er könnte da hinten den Howie drin haben. Das wäre halt so mein Verderben, basically. Energy-technisch müssen wir uns jetzt hier gut aufstellen. Ich muss das, Nav, es tut mir so leid, ich muss das weiter hinten platzieren. Das mache ich jedes Mal wieder, diesen Fehler. Geil, seinen Sniper rausgeholt, richtig und wichtig. Ich habe keine Energy. Wo Energy? Ich habe so viel Metall, aber keine Energy. Flak da unten muss weg. Oh no, oh no, oh no, please don't. Glück gehabt. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Aber ich brauche nach wie vor mehr Energy. Kann nicht eingehen, dass ich hier so wenig Energy habe. Er ist wirklich strong dabei. Muss man ihm lassen. Ich muss hier über T2 shiften, nach langsam nachdenken, ne? Ich habe so viel Metall, aber keine Energieproduktion. Ich glaube, ich muss hier eine zweite Schicht aufmachen. Schade. Komm.
Gib mir Energy, vielleicht noch eine Battery. Die da rein auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Bisschen Druck hier aufrechterhalten. Ich hab meinen Snapper irgendwie verloren. How is that? Gar nicht mitbekommen. Ah, hat er mir gut genommen. Ah, ich muss jetzt hier noch irgendwo Kreissägen einbinden. Mach ich auch mal offensichtlich. Hat er noch eine? Ja, aber es hat er gut gemacht. Ich könnte die Doors da ein bisschen kleiner machen, to be honest, aber bin auch nicht unbedingt interessiert gerade. Okay, da sitzt also das. T2 habe ich gesagt, ne? Ich werd mir ein Howie gönnen irgendwo, irgendwann, aber ich weiß noch nicht wann und wie. Okay, perfekt. Alle meine Kreissägenschüsse sind da reingegangen, aber das ist alles okay. Ja, das war ein bisschen vorhersehbar. Ich habe meinen Sniper schon wieder verloren. Das ist ja insane, was er hier mit seinem Sniper macht. Hör mal. So, ich floate des Todes. Und ich muss wirklich zusehen, dass ich hier mehr Waffen aufs Spielfeld bringe. Aber ich weiß auch, to be honest, nicht, wohin damit. Und ich werde jetzt was richtig Dummes machen, Leute. Baut mir das bitte niemals nach, wenn ihr das jetzt seht. Okay, bitte niemals nachbauen. Es ist unglaublich dumm. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ah! Okay, hat funktioniert. Ist unglaublich stupid. Erst recht, wenn er einen Plasma-Laser hat. What the fuck? Den habe ich nicht kommen sehen. Da habe ich mich ein bisschen debaten lassen. Aber wird schon schief gehen, right? Scheiße. Das ist so unglaublich dämlich. Excuse me? Was haben die denn da gerade gemacht, bitte? Nicht genug Energy. Okay, ich muss auf seine Energy Production gehen. This is good to know for me. Es ist so unfassbar dumm, aber man rechnet halt auch nicht damit. Mach zu. Glück gehabt. Geil, zwei sind getriggert worden. Oh, er hat eine Shotgun. Oh mein Gott, das ist jetzt huge für ihn natürlich, ne? Wenn er da eine Shotgun sitzen hat. This I don't like at all. Ja, das war ein bisschen vorherzusehen. Not gonna lie. Aber ich fand es trotzdem witzig, den Versuch. Hat mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen. Hallo, Sniper, bitte. Hallo. Taumelt ihr einfach nach hinten und ich kann nicht mehr painten, oder was? Tür geht zu, oder wie? Hallo, bitte lassen Sie mich painten. Meine Güte. Oh, jetzt treffe ich mich wieder selber, oder? Nee. Aber war trotzdem nicht so erfolgreich. Ja, an dieser Stelle haben wir, glaube ich, verloren. Ich habe halt wirklich mich da hinten zugebaut, ne? Wahrscheinlich müsste ich jetzt
hier einfach mehr Stability reinbringen. Und irgendwie hier zusehen, dass ich da einen Howie hinterkriege. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich das Ding hinsetzen möchte. Ich weiß nicht so ganz genau, wo ich damit hin möchte. Witzig, dass er die Lücke sieht. Holy shit. Also ist nicht witzig, aber es ist gut von ihm. Sniper habe ich noch, okay. Aber EMP-Launch halt nicht mehr, ne? Ich kann es hier mal mit einer Kreissäge versuchen. Ich kann mir hier nochmal das Gerät holen, aber ich brauche halt hier zwei Tags, sonst bin ich halt gleich einfach tot. Vor allem hier unten, ne, wäre schon längst GG, basically. Hier brauche ich wieder ein Upgrade. Hier kann ich nochmal Verteidigung hinterbauen. Wo baue ich meinen Howie hin? Ich glaube, da kann ich ihn nicht hinbauen. Jawohl, cool. Dann muss der Swarm Launcher einfach weg. Hilft alles nichts. Du musst auch weg. Wir müssen jetzt hier krasseres Commitment gehen, dass er da mit einem beide kriegt, finde ich auch sehr frech. Es schmerzt mir ja selber so ein bisschen in der Seele. Wenn er jetzt Energie hat, bin ich eigentlich basically tot. Okay, er misst. Very nice for me. Mit beiden Sachen sogar. Also very nice for me. Aus Steam ausgelockt, alles klar, danke sehr Steam. Können da irgendwas machen. Und auf jeden Fall nerven. Beschäftigungstherapie. Oh, nee, nee, nix Beschäftigungstherapie. Junge, es ist so gut. Es ist so gut. Und er denkt sich so, what the actual? What did just happen? How did it happen to me? I made my mistakes. Oopala. Made my mistakes. Got nowhere to run. Night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. Just wanna stay. How could this happen to me? So gut. Es ist einfach so gut, Boys. Na, kriege ich hier irgendwo eine Vordergrundstrebe hin, bitte? Alter! Sehr flink auf den Snübbach. I just wanna stay. Say, how could this happen to me? Sagt er, glaube ich, nicht stay, aber ist okay. Das heißt, ich wieder back on it again. Ich glaube, den mache ich zum AB-Sniper. So. Es ist ein zermürbendes Match, ne? Not gonna lie. Aber jetzt mit dem Howie ist natürlich Ende im Gelände für ihn. Den kriegt er nicht verteidigt. Und wenn doch, wäre ich sehr sauer. Ah, geile Kreissäge. Leider nicht die Gunner getroffen vorher. Aber that's okay. Ich komme damit klar. Schade. Ich glaube, da ist auch schon Double dort. Da nochmal reinprobiert. Die Flak rausgenommen. Geil. Mit Kreissäge nochmal Druck gemacht. Dass er da jetzt eine Shotgun hat, ist ein bisschen ärgerlich. Kann doch nicht sein hier schon wieder. Aber nicht sehr gut von mir. Da muss ich einfach warten. Geil. Very huge. Da habe ich sie eben doch getroffen. Ich wusste es noch nicht. Geil, die haben wir wieder. Wir nerven mit der Kreissäge. Hau hier hinterher. Der tat weh. Ich weiß gar nicht, ob wir da sogar einen Winkel auf dem Queren haben. Wieder geupgradet.
Okay, hätte nicht sein müssen, aber ist okay. Den schießen wir jetzt ein bisschen niedriger da rein. Oh ja, Boy. Es soll wehtun, ganz gewiss. Damit nochmal rein. Damit nerven. Das kann ich angehen. Hat er da oben doch ernsthaft wieder eine Flak. Opala, selber angehört den Lachs und mein Sniper dafür verloren. Mein schönen AP-Sniper. Aber wir haben seinen Sniper bekommen und ein paar Gunner, I guess. So, Nuke hinterher, let's go. Aber die Shotgun da oben muss weg. Das ist ein Witz, wenn er die kriegt. Okay. Free Real Estate da drüben. Geil, Sniper bekommen. Huge. Jetzt mit der EMP oben die Shotgun disablen. Scheiße, da ist wieder was. Nein, ich habe mich selber getroffen. Aui. Das war ein Howie. Das darf jetzt nicht verloren werden auf den letzten Metern. Das würde mich sehr sauer machen. Und Leute, ihr wollt nicht, dass ich sauer werde, richtig? Richtig. Aua, aua, aua. Es hat zum Glück überhaupt keinen Schaden an meinem Kern gemacht, witzigerweise. Which is kind of awkward. Gib mir die 2. Danke. Oh mein Gott, was hat denn die? Also. So, das Metall ziehen wir eben logischerweise wieder. Okay, okay, okay. Geil, wichtiger Treffer. Junge, was ein Ackermatch hier oben. Unten. Oben? Völlig Wumpe. Nein. Ich, das kann ich angehen. Bitte triff jetzt da irgendwas. Okay, meine APM sinkt langsam zu Grenzen, wo ich halt einfach nicht mehr hinterherkomme. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist einfach zu krass, dieses Match. Ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird. Oh. Boah. GG. GG, ja, das ist jetzt halt eine 40-Minuten-Folge geworden, ne? Was soll ich tun? Es hat so schlimm angefangen und es ist so schön geendet. Meine Güte. Boah. Er war actually Spion. Er war actually Spion. Er wusste die ganze Zeit, was kommt.
Junge, Alter, der Howie da unten, ne? Der hat, glaube ich, alle gekillt und wegcringen lassen, Junge. Der war ja so... Hätte ich doch wenigstens hier auch ein Schild dran gemacht, weißt du? Dann wäre alles gut gewesen. Den Gunner verkauft. Anstatt, dass das hier einfach einmal abgesägt wird. So, er hat halt noch ein Plasma hervorgebracht, ey. Ich wusste immer ganz genau, was passiert. Ich dachte, actually, er wäre Geizhals, aber nein. Mir ist das Clown nicht mal aufgefallen. Böse. Ich glaube nicht, aber naja gut, warum auch nicht. Ja, bis, let's go. Leute, ich hoffe, es gefallen. Ich hoffe, es gefallen. In diesem Sinne, Like da lassen. Nee, das war wieder korrektes Deutsch. Shit. Anyway, nein, wir sehen uns heute. Haut rein, tschüss.